Das Finale der Amateur-Tour bei dem Mephisto Amadeus Horse Indoors in der kleinen Tour war wieder fest in Tiroler Hand durch Brigitte Brömer und ihrer Sunrise. Brigitte, wiederum ein Finalsieg mehr für dich hier in Salzburg. Zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Wochenende. Erstens von der Veranstaltung war super, wie eigentlich jedes Jahr. Dann das Ganze rundherum und meine Pferde und mein ganzes Team muss ich mir mal bedanken. Vom Pflege angefangen, Trainer von Jürgen Süßmann, von meinem Mann Christian Jäger und Easy Motion Skin, was das Ganze natürlich unterstützt und mich auch fit hält. Ja, Easy Motion Skin, du hast es angesprochen, hat sich ja hier besonders hervorgetan mit einer Charity-Aktion zugunsten von Licht ins Dunkel. Wie kam man eigentlich auf die Idee, auf diesem Weg mit Fehlern an Hindernissen des Easy Motion Skin Sprungs die Veranstaltung bzw. die Charity-Aktion von Licht ins Dunkel zu unterstützen? Grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn man was unterstützt, und Licht ins Dunkel macht sehr gute Sachen, und mit dieser Aktion hat man auch ein bisschen das Augenmerk für andere darauf gerichtet, wo sie aufmerksam werden, was Gutes zu tun, eben mit dieser Sache mit den Fehlern am Easy Motion Sprung. Ja, und es ist ja einiges zusammengekommen. Wenn man sieht, nur allein bei der Mächtigkeit für die übersprungenen 2 Meter waren es 1200 Euro. Ja, für das Sponsoring sehr gut, für Licht ins Dunkel, und so soll es auch sein. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir, hier stellvertretend auch für deinen Mann, für Christian Jäger und für das Unternehmen Easy Motion Skin, und wünschen dir und allen ein friedliches und wohlverdientes Weihnachtsfest. Dir auch.